So, jetzt gehe ich mal unser kleines, feines Reich, in dem wir seit fast mittlerweile 5 Wochen wohnen, zu dritt wohl bemerkt. Das ist hier unser kleines, feines Zimmer. Wie man auch sehr schön sehen kann, ist es hier relativ beengt und auch vollgestellt. Das heißt, wir haben hier einen kleinen Kleiderschrank, wo wir also praktisch die Sachen für 2 Personen und auch für unsere Tochter unterbringen müssen. Ich schätze mal, das ganze Zimmer hat so maximal vielleicht so 18, 20 Quadratmeter. Ja, und hier hausen wir mehr oder weniger, wie man hier auch sehr schön erkennen kann. Wir nutzen hier jeden Platz und jede Ecke, um irgendwelche Sachen zu deponieren und hinzustellen. Hier haben wir das Kinderbett, was hier eigentlich vor Ort gewesen ist. Wir haben aber unser eigenes kleines Beistellbett mitgebracht. Das heißt, das dient jetzt hier so mehr oder weniger als Ablage oder als Schrank. Ja, unseren Fernseher, der zum Glück funktioniert, wo wir auch sehr viele Programme haben, mehr als in Deutschland, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So, das hier ist unsere kleine Küche, was natürlich sehr praktisch ist. Wir haben einen Kühlschrank, wir haben eine Mikrowelle, die wir aber auch anderweitig untergebracht haben, weil wir einfach den Platz oben brauchen für den Sterilisator und eben für alle anderen Sachen, die wir brauchen. Ja, sieht es gerade hier ein bisschen wüst aus, aber wie gesagt, wir brauchen einfach den Platz und haben jetzt hier eigentlich so fürs Kind alles aufgebaut. Das heißt Sterilisator, hier steht das Essen. Wir haben hier oben auch im Schrank zum Beispiel so alles, was wir so an Medikamenten und an Tropfen und an Thermometer und ich weiß nicht was alles haben untergebracht. Dann haben wir hier in dem anderen Schrank so Windeln, Wickelunterlagen und so weiter. Ja, und hier unten ist sozusagen der Arbeitsplatz, das heißt, da stehen die Flaschen, werden sterilisiert. Wir haben hier uns eine kleine Wickelkommode in der Küche gebaut, weil es einfach, weil hier keine vorhanden ist und wir irgendwo das Kind ja auch wickeln müssen und waschen und so weiter. Und das ist natürlich auf dem Bett, wenn man sich da die ganze Zeit bückt, einfach sehr mühselig. Ja, hier ist jetzt der Kleiderschrank in der Ecke, wie ich vorhin schon erwähnt habe, relativ klein gehalten. Das Beistellbett, das wir aus Deutschland extra mitgebracht haben, damit unsere Tochter hier auch wo schlafen kann, was sie gerade tut. Ich habe sie ganz fest eingepackt und sie schläft gerade wunderbar und ruhig. Und somit kann ich hier in Ruhe euch hier mal ein bisschen das Zimmer zeigen und ein bisschen was erzählen. Ja, das ist hier unser Bett, was relativ bequem ist, sage ich mal. Nur eben, wie gesagt, ist der Raum, wie man ja gerade sehen kann, sehr klein und es ist relativ beengt und man ist halt eben mit dem Kind die ganze Zeit hier zusammen in einem Zimmer und sobald es schläft, ist man natürlich sehr froh darüber und ist aber auch sehr leise und kann eben halt nicht viel andere Sachen machen und was kann ich noch sagen? Also wir sind hier in einem Haus mit fast 15 Paaren. Jede Etage hat eine eigene Hausdame, die sich um einen kümmert. Problem ist halt eben leider, dass keiner von denen weder Deutsch noch ein bisschen Englisch spricht. Das heißt, man verständigt sich in der Regel mit Händen und Füßen oder mit Google Übersetzer, was mal mehr oder weniger gut klappt. Aber da müssen wir uns halt eben mit arrangieren und hoffen natürlich jetzt, dass es irgendwann bald nach Hause geht, weil wie gesagt, mittlerweile sind wir jetzt fast 5 Wochen hier vor Ort und kriegen auch so langsam hier auf engen Raum so Lagerkoller und deswegen hoffen wir, dass es bald nach Hause geht mit unserer Tochter, denn wir haben ja auch noch einen langen Weg vor uns bis nach Deutschland, bis nach Celle, wo wir wohnen. Das sind so 1700 Kilometer fast und deswegen hoffen wir jetzt, dass das mit den ganzen Papieren und so weiter, wo wir jetzt die letzten Tage sehr viele Probleme hatten und auch unsere Kontaktperson, unsere Managerin bei Biotex für uns teilweise überhaupt nicht erreichbar war und wir teilweise bis zu 2 Tagen auf eine Antwort gewartet haben, nachdem wir mehrfach gedrängelt haben und ständig angerufen haben, was natürlich überhaupt nicht akzeptabel ist. Man fühlt sich eben total alleingelassen und die Fragen werden nicht beantwortet, uns fehlten die Papiere, keiner wusste, wo sie sind und das ist natürlich, war sehr unschön und ging uns wirklich sehr an die Substanz, auch körperlich eben, wie gesagt, machte sich das bemerkbar, Magen und Darm etc. Und von daher hoffen wir jetzt, dass es irgendwann nach Hause geht,
dass wir vielleicht Weihnachten mit unserer Tochter in unserem neuen Zuhause unterm Weihnachtsbaum feiern können. Bis dahin, ciao!